So, die Testaufnahme war erfolgreich. Wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal. Was ist das denn hier? Ah ja. Das letzte Mal haben wir... Wait, da war was anderes noch, was ich lesen wollte. Stoppo. Da war noch was anderes. Das hier? Nein. Wo ist denn das? Da. Neuigkeiten hat auch geblinkt. Was ist da? Neuer Münz... Hey, nee, das ist doch der alte. Ich bin schon komplett lost. Den kenne ich doch schon. Ja, den kenne ich doch schon. Was willst du von mir? Geh weg. Dachte gerade schon, hä? Letztes Mal war der Part kürzer, weil mir ist Folgendes passiert. Ich habe ja hier neues Internet, ja? Und ich habe ja auch neues Internet auf der Switch eingestellt, ja? Der alte Router läuft aber noch, weil darüber noch das Telefon läuft. So, bis es umgestellt ist. Jetzt war es anscheinend so, dass die Switch gemeint hat, als ich sie das letzte Mal jetzt eingeschaltet habe für den Part, sie verbindet sich wieder, ja, leck mich. Sie verbindet sich wieder mit dem alten Router. Deswegen habe ich im letzten Part, nach den 13 Minuten, bin ich nämlich in Multi gegangen und hatte dreimal hintereinander Lags. Und zwar gewaltige Lags beim Spielen. Ja, es war unspielbar, deswegen seht ihr das auch nicht. Obendrauf kommt, dass ich danach rausgefunden habe, dass die Switch sich mit dem schlechten Router verbunden hat. Jetzt ist der schlechte Router hier deaktiviert und der gute Router aktiviert. Jetzt sollten wir auch keine Lags mehr haben im Multi. Ja. Ah, das ärgert mich so zu Tode. Es waren so coole Level. Aber die waren absolut nicht spielbar, so wie sie waren, ne? Jetzt check ich erst, was ich tun soll. Ja, genau das nicht. Nein, ich hätte es von unten holen. Ah, so geht's auch. So. Ja, klar. Das wird jetzt natürlich... Ja, das können wir jetzt komplett knicken. Go, Toad, go! Scheiße, der Luigi ist durch. Ah, Mann. Yes. Okay, was ist hier unten? Nix, cool. Das ist halt jetzt kompletter Mist für ein Multi. Das ist halt einfach kein Multi-Level. Das ist sicherlich ein cooles Level, aber kein Multilevel. Hi. Da drüben ist halt schon das Ziel. Das können wir halt knicken. Oh Mist. Wieso hat er so lange gebraucht? Hat er gewartet? Wahrscheinlich. Ja, aber es ist immerhin wieder spielbar. Es ist immerhin wieder spielbar. Ist aber nichts für ein Multi, das Level. Cooles Level, aber nichts für ein Multi. Oh Mann, ey. Aber also ich habe so viele Punkte verloren letztes Mal. Das muss... Und wenn ich jetzt halt bedenke, dass ich selbst schuld bin. So eine Scheiße. Ich hätte mal dran denken können, dass der sich auf den alten Router wieder eingestellt hat. Weil beide sozusagen die Einstellung hatten, automatisch verbinden. Und er hat halt den schlechteren gewählt. So, weil, warum nicht? Oh. Aber deswegen die letzten... Also das waren noch gut 20 Minuten nach den 13 Minuten, die absolut nicht anschaubar waren. Deswegen habe ich die rausgeschnitten. Deswegen hört der Part auch einfach so auf. Ich schreibe es in die Beschreibung. Wer es liest, liest. Wer es nicht liest, liest es nicht.
Mario Kart. Ding, diddle, ding, 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 ding. Genau. Ich wusste es, dass dieses Lied kommt. Können wir bitte nicht ins Gleiche gehen? Danke. Oh mein Gott, wie gut die Ampel einfach ist, ne? Mist. Oh Mist. Oh Mist. Alter. Wie wenn man ein Item bekommen hätte, wie gut ist das denn? Checkpoint. Wie gut das gebaut ist, ne? Ja, gut, oder so. Okay, Item, Pilz. Doppelpilz. Oh, jetzt muss ich sogar... Hä? Oh boy, auf einmal kann man sterben. Oh, verstanden. What? Die fallen einfach sofort runter. Oh nein! Das habe ich ja komplett versaut. Oh, das habe ich ja... Was? Ich erwische die nicht. Hä, warum erwische ich die nicht? Ich fall einfach durch, ne? Danke. Oh Gott, das habe ich ja komplett versaut jetzt. Ja, Mist. Aber cooles Level. Richtig cooles Level. Uff. Aber schade, dass ich die Stelle da so versaut habe. Das war ärgerlich. Das war ärgerlich. Aber ich kann es nicht mehr auf Lex schieben. Im letzten Part konnte ich alles auf Lex schieben, aus irgendwelchen ominösen Gründen. Gott, ich bin so dämlich, ey. Oh, das hat mich aufgeregt, ne? Aber jetzt geht's immerhin wieder. So. Yoshi's Island 2 SMW Remake. Okay. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie Yoshi's Island 2. Uns doch gleich mal das Leben am Anfang. Oder so. Oh Gott, er hat eine Shell. Und er wird sie benutzen. Ah, Mist, ich bin hängen geblieben. Wow, hallo riesige Maul. Da hinten ist halt gleich das Ziel, das ist das Problem. Wenn ich jetzt nicht was finde, um die... Ja! Ja, die sind hängen geblieben! Yes! Yes! Oh, das war so wichtig. Die sind halt einfach hängen geblieben, ne? Oh, das war wichtig. Nice. Ah, oh, die Punkte kommen zurück. Oh. Mann, 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 ey. Unglaublich.
einfach nur unglaublich. Ah, okay. Let's go. World Boss Rush gegeneinander. Ein Boss Rush im Gegeneinander. Bist du denn bekloppt? In den Boss Rush kannst du auch nicht gegeneinander taggen. Außer es würde jeder jetzt wirklich einen Kampf bekommen und die anderen nicht beeinflussen können dabei. Aber das wird niemals funktionieren. Also sowas taggt man halt nicht gegeneinander. Da wäre ein Pilz gewesen. Weil jetzt musst du natürlich kämpfen, weil du halt den Schlüssel, ja? Das ist jetzt kompletter Blödsinn. Keiner hat die Motivation, gegen den wirklich zu kämpfen. Keiner hat die Motivation, wirklich gegen den zu kämpfen. Weil halt am Ende einfach derjenige den Schlüssel bekommt, der ihn... Na gut, wobei den letzten Hit, das wird jetzt so ein kleines Wettrennen, wer den letzten Hit macht. Er ist runtergesegelt. Okay, Abflug. Aber es ist eh ein Boss-Rush, von daher können wir auch einfach... Warte, hier muss eine Kugel drin sein. Hi! Wo hat der die Blume her? Ach da, das hab ich doch. Der Schlüssel ist da, ich warte auf die Blume. Die gönne ich mir auf jeden Fall erstmal. Es kommt eh der nächste Boss. Nämlich jetzt... Der da. So, hier ist jetzt halt entscheidend, wer den finalen Blow setzt. Ich. Weil ich an der Wand gerutscht bin. Komplett dummes Level. Komplett dummes Level. Das kann doch keiner gegeneinander taggen. Der hat ja null nachgedacht, der Typ. Lost, Broschi. Broschi, du bist komplett lost. Du bist genauso lost wie ich, der nicht gecheckt hat, dass seine Switch auf den schlechten Router zugreift. Genauso lost bist du. Boah, lösch dich echt. Alter. Wie kann man denn so ein Level gegeneinander taggen? Nutzt euren IQ. Mein Gott. Es gibt einfache Regeln. So, On-Off kommt vor, Schlüssel kommt vor, Bosse kommen vor. Es ist kein Multiplayer-Level. Zielbedingung kommt vor. Es ist kein Multiplayer-Level. Löscht euch, wenn ihr sowas macht. So, ich hole mir den hier. Den hole ich mir aber sowas von. Da verliere ich zwar ordentlich Zeit, aber es kann mir auch sehr viel nutzen. Wenn jetzt die Toadette nach vorne noch verreckt, dann wäre es die ganze Mühe wert gewesen. Ist sie verreckt? Sie ist verreckt! Habe ich sie vielleicht durch den On-Off-Kram verrecken lassen? Ich weiß es nicht. Oh, boy. Oh, boy. Ich glaube, ich habe sie... Na, weil in dem Moment, wo ich das gedrückt habe, gab es diesen Schrei. Es könnte sein, dass die runtergecrasht ist. Und sie hat halt nicht den Flugpilz. Also der Flugpilz war schon wichtig. Aber auch daher ist es wieder kein gutes Multilevel.
weil du halt nur als, weil nur einer den haben kann und die anderen müssen dann erst warten und dann hat der schon viel zu viel Vorteil, der den Flugpilz als erstes bekommt. Also kein gutes Multilevel aus meiner Sicht und der On-Off in der Mitte auch nicht so gut. Auch nicht so günstig. Ich glaube nämlich, ich habe die damit gekillt. Ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht sicher. Keine Ahnung, aber die ist dadurch verreckt. Ziemlich sicher. Mhm. Ich verstehe dieses Level, ja. Wird super. Flüssig ist es. Es tut so weh. Nein, 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 nein. Mein, mein, meiner. Oh, shit. Ich hab das völlig falsch verstanden, was hier los ist. Komm, schieß, ich brauch keinen Helm. Das ist ein super Level, aber nicht für Multi. Aber es ist ein super Level, sehe ich jetzt schon. Ah, Mist. Was muss ich eigentlich machen? Ach so, weiter hoch mit dem Ding. Brudi! Das war voll der kluge Move von ihm, ne? Leider. So, tschüss, Luigi. Oh, du kannst dir so viel Scheiße machen. Es ist unglaublich. Jetzt bin ich vorne. Jetzt könnt ihr mich mal. Wait. Wait. Wait, wie soll man da hochkommen? Oh, oh nein. So dumm. Ich glaube, ich muss die mitnehmen. Oh, ich hab's verstanden. Ich muss die mitnehmen. Als kommt. Nein! Nee, die kann ich gar nicht. Hä? Ach! Dumm! Ich kann ja Superpilz. Den Supersprung. Ich habe den Supersprung komplett vergessen. Oh, ich hasse das, dass ich nicht an den Supersprung immer denke, ne? Cheat. Okay, verstanden. Ah, Mist, hätte ich dran denken müssen. Wow, zum Glück habe ich noch den Dings gehabt. Oh mein Gott. Jetzt hier das Power-Up verlieren wäre natürlich nicht so gut. Sind auch in dem Raum. Shit, okay, da kommt der nächste Pilz. Die sind beide runtergefallen. Nice, das ist meine Chance hier zu scheinen. Schieß. Oh, ich dachte, ich fall runter. Ich dachte, ich fall runter. Yes! Yeah. Oh Gott, ist noch nicht zu Ende. Okay, und der kommt auch hinterher. Der hat's auch geschafft. Oh, der ist fix. Oh, die sind fix. Bin ich eigentlich jetzt vorne oder nicht? Ja, so viel dazu. Wait, hier geht's noch gar nicht raus? Oh nein, es wäre noch weitergegangen. Okay. Gut gespielt, Luigi. Muss man ihm lassen. So, machen wir das hier. Zu spät. Aber leider kein schönes Multilevel, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Es ist lang. Doch. Doch. Doch, ich würde sagen, es ist ein schönes Multilevel. Es hat im Multi Spaß gemacht. Doch. Ich würde sagen, das passt. Kann man sicherlich geteilter Meinung sein.
verstehe ich vollkommen, wenn hier jemand sagt, es ist kein gutes Multi. Aber ich fand jetzt gerade, es hat Spaß gemacht im Multi. Man hatte genug Möglichkeiten aufzuholen. Ja, du konntest den Gegner so ein bisschen ärgern mit den Kugeln. Ich find's okay. Ich find's okay. Es ist ein bisschen kritisch, dass am Anfang halt nur einer den Helm kriegt und so weiter und so fort, ne? Aber du hast genug Möglichkeiten aufzuholen, vor allem wenn man das Level nicht kennt. Also... Ja, oh, versus Race. Hoffentlich ist es gut. Schön, jeder für sich. Ja, sieht schon mal super aus. Sieht schon mal super aus, jeder für sich auf jeden Fall. Da gehe ich rein, Luigi, verzieh dich. Oh nee. Oder so. Okay, es ist ein kleiner Troll. Mario kümmert sich darum. Das ist so dumm. Oh, es ist dumm. Oh, was ist jetzt los? Jetzt, wo es losgeht, leckt es, oder was? Warum? Hä? Oh nein, der löst ihn nochmal aus, ne? Ah, fuck. Okay, mach ich den eben auch mal. Du nicht mehr, mein Freund. Nein! Ah, du... Gibt's doch nicht. Jetzt ist er. Jetzt ist er gefangen. Boah, so ein Frechdachs. Unglaublich, ey. Okay, mir ist egal, wer gewinnt. Aber nicht Luigi. Aber jetzt kann er aber nicht mehr trollen. Oh no. Oh no. Nein. Warum leckt es denn teilweise jetzt? Ah! Da nicht. Da. Okay, Abflug. Mario ist vorne. Ist voll okay. Mario war Ehrenmann. Der darf vorne sein. Okay, wir verlieren den Pilz safe. Okay, jetzt ist wieder Glückssache. Ich nehme die goldene Mitte. Nice. Ah, shit. Nein! Nicht noch reinspringen. Runter, runter, runter. Go! Yes, sehr gut. Okay. Ah, das jetzt, das macht jetzt das Level wieder blöd. Weil es blockiert sich jeder selbst mit dem On-Off. Ah, das ist jetzt wieder dumm. Das macht man im Multi nicht. Das ist im Multi dumm. Das ist im Multi dumm. Jetzt bin ich nur deswegen vorne, weil ich als erstes beim On-Off war und die blockiert sich... Oh nein. Nein! Und die blockieren sich jetzt die ganze Zeit gegenseitig. What the fuck? Es leckt zu sehr, ich komme nicht durch. Oh Gott, okay.
Der Luigi ist auch ganz weit unten, ne? Yes! Komm schon, komm schon! Yes! 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 Boah! Alter! Was ein Abenteuer! Das war jetzt wieder ein Abenteuer. Ich bin wegen den On-Off hin und her gedingst. Bis auf den On-Off war es halt fair. Aber der On-Off ist halt ein Problemfall. Deswegen Mittel. Kein komplettes Bu, aber auch kein komplettes Yay. So, eins noch. Oder zwei. Oder bis wir verloren haben. Machen wir, bis wir verloren haben. Weil wenn ich gewinne, kann ich sowieso nicht aufhören. Das ist schon mal ganz klar. Zweimal S, einmal A-Rang. Okay, Mario's Jungle Adventure. Klingt aber leider nach einem Singleplayer-Level. Leichte Lags, aber vertragbar. Na, so ist es wirklich vertragbar. In dem Part vorhin ging es halt gar nicht. Also du hast wirklich teilweise eine Minute gewartet, bis es überhaupt erstmal losging. Es war nicht anschaubar, deswegen habe ich es, wie gesagt, geschnitten. Ihr habt wirklich nichts verpasst. Ihr hättet coole Level verpasst, wenn sie spielbar gewesen wären. Okay, hätte ich den erwischt, hätte ich ihn mitgenommen, aber so nicht. So hoffe ich jetzt einfach mal. Dass ich nicht... Tschüss, Mario! Okay, sie haben sich alle verabschiedet. Und durch. Die haben sich alle verabschiedet. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich muss das nächste Power-Up auf jeden Fall mitnehmen. Ja, perfekt. Und es ist sogar eine Blume. Nice. Weil die müssen jetzt ja alle erst wieder den Weg aufholen, den ich jetzt schon vor... Hallo, ich kann nicht springen. Den ich schon Vorsprung habe. Und es gibt keinen schnelleren Weg. Die müssen das alles nochmal spielen. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das ist alles, was ich jetzt nicht darf, ist sterben. Alles andere ist okay, aber sterben wäre nicht so cool. Ist das jetzt klug? Oh Gott, das ist nicht klug, was ich tue. Ich weiß nicht, wo ich lande, ne? Das hätte so böse ins Auge gehen können. Okay, da kommt aus der Röhre kommt Zeug raus. Ja. Das ist also in Ordnung. Die Frage ist, muss ich den überhaupt besiegen? Nein! Genau das habe ich mir gedacht. Nice. Nice. Oh Gott, ja. Der sah schon so aus, wie wenn er nicht besiegt werden müsste. Oh. Ja, Teamwork, I'm sorry. Zu spät. Oh Gott. Ja, Teamwork, zu spät. Bin schon im Ziel. Keine Chance mehr. Teamwork. Ich gehe auf Mittel. Ich gehe auf Mittel. Es hat gute Elemente für Multi, aber es hat auch nicht so schöne Elemente für Multi. Yo, wir sind so nah am Rang A, es gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott, wir werden noch irgendwann Rang A erreichen. Wer hätte das jemals gedacht? Und dann geht's auf den Road to Rang S. Wie gesagt, ich spiele, bis ich verloren habe.
Nice. Let's go. Hallo, 4 von 4, let's go. So. Gegeneinander Level 7. Okay, ich bin gespannt, Louis. Was du Cooles gebaut hast. Ja, sieht schon mal sehr fair aus. Oh nein. Leider leckt es ein bisschen, aber ist noch im Rahmen. Es ist leider nicht ganz so einfach, hier zu verhindern, dass jemand in die gleiche Röhre geht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber... Und es kann halt wieder jemand rumtrollen. Das ist leider... Das ist leider so ein Ding. Also es leckt gerade ein bisschen mehr als das andere Level gerade, aber kann man jetzt leider nicht ändern. Wir haben ja die 3 schon gehabt. Die 2 kommt auch gleich. Aber selbst das ist noch lange nicht so schlimm wie der Leck vom letzten Part. Ich habe keine 1 gesehen. Plötzlich geht's einfach los. Okay. Ach nee, hier kann das gar nicht passieren. Das Swamp killt sich direkt weg. Jetzt kommt die... LOL. Es wird sicherlich jemand geben, der direkt in die erste Röhre will. Und die wenigsten werden in die letzte Röhre wollen, deswegen peile ich die letzte Röhre tatsächlich an. Start! Ne, man hat ja eh die Zeit, die der P-Switch braucht. Das ist voll okay. Und es kann kein Troll mehr den P-Switch doppelt drücken. Auch das ist voll okay. Was macht Toadette denn da? Alle sind bereit, nur Toadette ist wieder hier am Rum. Das ist gut. Das ist ein besseres Setup tatsächlich als das von gerade, weil es die Trolls verhindert. Nur aus dem Grund halt schlecht, dass jeder in die gleiche Röhre könnte. Alter. So. Auf geht's. Jawohl. Der erste Sound des Auslaufens kommt. Imagine. Imagine, die stehen einfach alle da und ducken sich. Und es dauert einfach in Realtime eine Minute, bis das losgeht. Oh Mann, ey. Wenn ich wenigstens mal spielen könnte, ne? Es ist so dumm. Es ist so dumm. Röhre verschwinden. Oh Gott, ey. Um Gottes Willen, was? Also man soll safe groß werden, das lässt sich nicht mal verhindern. Aber uff, das wird jetzt mit... Oh Gott. Das wird jetzt natürlich richtig lustig, über diese Trampoline zu kommen, während es so leckt. Oh shit.
Nice. Nein! Ich darf da nicht reinspringen! LMA! Was? Okay, ich lass mir von dem hier Speed geben. Ich wollte auf der anderen Seite reinspringen, aber es hat nicht funktioniert. Scheiße. Ja, egal. Okay, da drüben werden wir schon wieder klein. Hüpf drüber. Nice. Einmal noch ducken. Und dann einfach geduckt bleiben. Alles easy. Okay. Das ist nicht der Lagger. Schade. Oh, nicht in die Stachel, nicht in die Stachel, nicht in die Stachel, nicht in die Stachel, nicht in die Stachel. Okay. Yippie! Nein, das war zu bald. Nein, es war nicht zu bald. Nice. Ich bin drüber und Toadette auch. Okay. Weiter geht's. Das ist jetzt halt nur schwierig, weil es leckt. Oh mein Gott. Ach, verdammt. Sieh's drüber. Mist. Ah, komm schon. Oh. Oh, es kommt zurück. Die Verbindung kommt zurück. Nice. 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 Nicht nice. Nice. Nein! Toadette ist vorne, Toadette ist vorne, ne? So ein bisschen, minimal. Jetzt bin ich vorne. Nein! Aber ich bin immer noch vorne. Ich bin immer noch vorne. Alles gut, ich bin immer noch vorne. Ich bin weit vorne. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Lags weg sind. Aber es soll mir recht sein. Nein, was mache ich? Was war das jetzt für ein Mist hier? Komm schon. Okay, jetzt brauche ich den Dings. Ah, deswegen brauche ich den Dings. Kann ich die nicht einfach so killen mit meinem Stab? Ja, nice. Perfekt. Oh, jetzt könnte man die anderen killen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Hätte man machen können. Habe ich nicht rechtzeitig gesehen. Wäre lustig gewesen. Puh. Bisschen kurzes Multi. Also klar, es hat jetzt ewig gedauert wegen Laggy, aber an sich ist es ein relativ kurzes Multi, ne? Bisschen zu kurz für meine Begriffe. Deswegen Mittel. Cool, aber zu kurz. Weil wenn man jetzt bedenkt, man hätte das alles nicht gehabt, ist es doch ein... ne? Wer da einmal Vorsprung hat, hat halt dann relativ safe gewonnen. Nice. Ein Sieg noch und wir haben den S-Rang. Ja. Den A-Rang zumindest. Also wir spielen weiter, bis ich verloren habe. Okay. Ist das die Runde, die zum A-Rang führt? Garantiert nicht. Safe nicht. SMB World 1. Yes, all of it. Oh, ich verstehe. Bis zum Schloss.
bis zum Schloss. Das wird ein interessantes Multikonzept. Dann hole ich mir auf jeden Fall am Anfang ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kommt da nicht hoch. Scheiße. Der hat das in eine Welt reingebaut, alles. Das wäre zu sick, wenn man hier irgendwo skippen könnte, ne? Ne? Das ist nämlich... Oh, das ist ein gewaltiges Problem. Aber die haben sich nicht gegenseitig hochbefördert. Okay. Die hätten sich theoretisch praktisch in Welt 3 hochbefördern können. Die hätten sich theoretisch in Welt 3 hochbefördern können auf die Art und Weise. Vorsichtig. Nice. Checkpoint wäre jetzt nett. Kein Checkpoint. Jetzt sind wir nämlich da. Es hätte sogar gereicht, den Checkpoint nur zu berühren von unten. Das wäre auch sick gewesen. Ah, die sind jetzt schon im Schloss gleich. Ah, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Die sind jetzt schon im Schlossraum. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Der wurde zwar getroffen, der müsste sterben. Der müsste zu hektisch sein und dabei sterben. Ah, der gewinnt. Ja, der gewinnt safe. Der ist am Swamp gestorben! Er ist am Swamp gestorben! Er ist am Swamp gestorben! Was? Das habe ich nicht verdient! Das habe ich nicht verdient, aber wir sind... Oh mein Gott, ich hau hier vor Dings mein Headset raus. Das habe ich nicht verdient für die Runde, aber wir sind Rang A. Der ist am Swamp gestorben! Nein! Wegen lang genug auf jeden Fall gut für Multi. Das Problem ist, dass man abkürzen kann, aber das sind die dann selber schuld. Wenn die das nutzen. Aber er ist am Swamp gestorben. Alter. Und wir sind verdammt nochmal Rang A. Wow. So, bevor der wieder weg ist, höre ich jetzt trotzdem auf. Aber das habe ich nicht, den Sieg habe ich nicht verdient. Ein Lacher-Shirt habe ich erhalten. Was willst du von mir? Ist das das da? Nee, das ist das Lätzchen-Shirt. Was ist denn das Lacher-Shirt? Das sieht komplett dämlich aus. Das ist ganz cool. Aber irgendwie mag ich das Feuerwerk-Shirt mehr. Das ist doch immer noch mein Favorit. Ganz ehrlich. Was haben wir denn noch so alles? Vielleicht können wir mal ein bisschen umstylen hier. Nee, das ist jetzt alles Mist. Das ist jetzt auch alles Mist. Hosentechnisch ist halt auch nicht viel Besseres dazu gekommen, ne? Diese Röcke sind so merkwürdig. Die Verwirrhose ist auch doof. Die Ninja-Hose hat was, aber ich mag die gestreiften dann doch mehr, die Jeans hier. Ja gut, und das wäre ein kompletter Anzug. Das ist eh nichts. Naja, das war der Quatsch. Okay, wir bleiben, wie wir sind. Aber ja, das war ein Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.